Nächster Redner ist Alois Kainz. Bitte, Abgeordneter. Danke, Herr Vorsitzender, Frau Rechnungshofpräsidentin, Hohes Haus, geschätzte Zuseher. Ja, ich spreche auch heute über den Rechnungshofbericht, die Überprüfung vom Burgtheater GmbH. Der Rechnungshof hat sich bereits über eine Prüfung durchgeführt, wobei jedoch für uns einige Fragen offen geblieben sind. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der ÖVP damals einen erneuten Bericht gefordert über die Jahre 1999 bis 2008. Das Burgtheater stand im Eigentum zu 100% der Bundestheaterholding und die wiederum der Republik Österreich. Und aus dem Grund ist der Rechnungshof berechtigt zu überprüfen. Damals hat es bestand die Geschäftsführung aus einem künstlerischen und aus einem kaufmännischen Geschäftsführer. Der kaufmännische Geschäftsführer, das war der damalige spätere Bundesgeschäftsführer und SPÖ-Kulturminister Thomas Trotzda. Jetzt werden Sie einige fragen, warum eigentlich da überhaupt eine Prüfung noch notwendig war. Der Rechnungshof hat bereits in seinem ersten Bericht festgestellt, dass die Tätigkeiten der damals bereits entlassenen Geschäftsführer das Fremdkapital von 11,83 Millionen auf 30,56 Millionen Euro in den Jahren 2007, 2008 bis 2012 und 2013 stiegen und im gleichen Zeitraum das Eigenkapital von 15,66 Millionen Euro auf 10,29 Millionen Euro gesunken ist. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Erfreulich ist, dass die vielen Empfehlungen vom Rechnungshof bereits umgesetzt wurden und die Lage hat sich sehr stark verbessert. Jedoch weiß man bis jetzt nicht wirklich genau, was bis vor 2008 geschehen ist. Gerade deshalb haben wir die gemeinsame Prüfung gefordert. Aber leider gibt es dazu wenige Unterlagen, denn die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 7 Jahren ist verstrichen. Dennoch konnte der Rechnungshof anhand der vorhandenen Unterlagen aus den Geschäftsjahren 1999, 2000 bis 2007 und 2008 in den Büchern der Burgtheater Barauszahlungen von 21,88 Millionen Euro an Beschäftigte oder Werksvertragsnehmende a Konto finden. Das ist insbesondere brisant, da es weder dafür eine rechtliche noch eine vertragliche Verpflichtung darüber bestand. In Summe konnte der Rechnungshof unsere zentrale Frage, ob der Burgtheater GmbH durch etwaige mangelnde Wahrnehmung der Kontrolle ein Schaden entstanden ist, nicht mehr beantworten, denn die dafür notwendigen Unterlagen hat es nicht mehr gegeben. Meine Damen und Herren, dieser Fall zeigt jedoch wieder, wie wichtig die Kontrolle des Rechnungshofes ist und wie viel Steuergeld durch die Empfehlungen des Rechnungshofes auch eingespart werden können. Daher wäre es dringend notwendig, die Aufstockung und mehr Planstellen beim Rechnungshof einzufordern. Somit würde der Staat profitieren und unsere ganze Republik. Danke. Alois Kainz von der FPÖ spricht sich für mehr Planstellen im Rechnungshof aus.